Ja, hallo zusammen, an bei ein neues Toyota Auris Video. Und zwar, es ist April und das ist für mich natürlich immer der klassische Zeitpunkt, um die Sommerräder anzubringen. Wir hatten jetzt ein schönes Wochenende und ich bin nicht dazu gekommen, also mache ich das in der Woche. Und ich habe jetzt mal die Räder abgeschraubt, ja, und wollte mir mal die Bremse angucken. Und der Kilometerstand ist jetzt 18.200 irgendwas. So. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich durchaus schon bei Fahrzeugen bei 55.000 Bremsklötze gemacht habe. Also das kommt schon mal vor, je nach Fahrstil. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass es ja an sich eine Automatik ist. Ja? Aber wir rekuperieren ja sehr viel. Und das müsste sich ja dann irgendwie auch an der Bremse bemerkbar machen. Und ich dachte, wir gucken uns jetzt einfach mal die Bremse an nach knapp 20.000. Also wenn man so sagt, eine Bremse geht vielleicht schon bei 60, ist es schon fast weg, je nach Auto, hatte ich also schon, auch bei 55 hatte ich schon mal, ich glaube der Rekord war irgendwie 43 oder so, aber das ist dann auch dem Fahrstil geschuldet. Aber hier ist es jetzt so, dass die Bremse noch immer aussieht wie ja, fast neu. Also wir rekuperieren so viel, dass wir bei einer normalen Fahrweise die Bremse kaum brauchen. Ja, klar, ich hatte jetzt den Anhänger hinten dran. Wenn wir dann an der Ampel angerollt kommen, klar, dann brauchen wir natürlich die entsprechende Bremskraft. Aber ich zeige euch jetzt mal eben die Bremsscheibe. So, dann tun wir die Lampe. So, so sieht die Bremsscheibe aus und man hat nicht ansatzweise bei jetzt knapp 20.000 ein Grad. Ja, also sie ist auch nicht eingelaufen. Und wenn ihr euch mal die Bremsplätze jetzt anschaut, ich hoffe, ihr könnt das wirklich gut sehen. Ich halte nochmal die Lampe richtig. Da ist so gut wie nichts runter. Also normalerweise müsste man ja wenigstens, auch dass sie jetzt bei 18.000 nicht abgefahren sind, ist schon klar, aber man müsste ja wenigstens schon bei 20.000 wenigstens ein bisschen den Bremsverschleiß sehen. Haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Wir haben hier keine Kante, nichts, gar nichts. Ja, also das ist echt nicht schlecht. Auch Bremsklotz, alles wunderbar, quietscht nichts. Echt nicht schlecht. Ja, mir ist auch klar, dass nach 18.000 bzw. nach fast 20.000 die Bremse nicht runter sein kann. Aber trotzdem müsste man ja einen Verschleiß erkennen. Und den habe ich jetzt hier vorne so gut wie gar nicht. Ja, also das ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gucken uns mal hinten die Bremse an. Ja, so sieht die Bremsscheibe jetzt hier hinten aus. Also auch noch keine Riefen. Ja, hier ist eine minimale Kante. Aber wirklich ganz, 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 ganz wenig. Und der Bremsklotz, gucken wir mal eben. Ja, schauen wir mal, können Sie das besser sehen. So dick ist der Bremsklotz noch. Alles noch ohne Ende drauf. Und auch da würde ich fast sagen, ist kein nennenswerter Bremsverschleiß nach 20.000 oder fast 20.000 Kilometer. Ja Leute, wie gesagt, wir wollen die Sommerräder drauf machen und hier haben wir jetzt die Situation, dass wir ein Reifendruckkontrollsystem haben. Und da sei gesagt, wenn ihr euch zum Beispiel Reifen aus dem Internet kauft, ja, einen Komplettsatz oder sonst woher, müssen die natürlich immer erstmalig ans Fahrzeug angelernt werden, sonst könnt ihr das Reifendruckkontrollsystem nicht resetten. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, insgesamt 8 Reifen anzulernen. Das heißt, wenn ihr einmal beide Reifensätze angelernt habt, dann könnt ihr so viel wechseln, wie ihr wollt, auch von vorne nach hinten, das kriegt ihr dann über den Reset-Knopf hin. Wenn ihr allerdings einen ganz nagelneuen Reifen oder einen Reifensatz kauft, der noch nie auf diesem Auto drauf war, müssen die erst angelernt werden. Das kriegt ihr mit dem Reset-Knopf, der am Handschuhfach ist, nicht hin. Hinzu kommt, dass vielleicht der ein oder andere sagt, okay, ich würde mir ganz gern einen gebrauchten Felgensatz kaufen, achtet dann darauf, dass der Auris Hybrid 16 Zoll Bereifung braucht. Hier bei dem ist sogar nur eine 17 Zoll Bereifung eingetragen. Ihr braucht also auf jeden Fall auch eine ABE für die 16 Zoll Bereifung. Und eine 15 Zoll Bereifung passt aufgrund der Bremse vorne nicht drauf. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall 16 Zoll. Das sind dann 205/55/16, habe ich als Winterbereifung gehabt. Und 225/45/17 für die Sommerreifen. Ja Leute, bevor ich es vergesse, also bei den Alufelgen habt ihr diese Art von Radmuttern, ja, und bei den Stahlfelgen habt ihr diese. Was bedeutet, immer wenn ihr euch einen Komplettradsatz kauft, achtet darauf, dass eure Radschrauben auch passen, sonst habt ihr das Problem, dass ihr, wenn ihr eure Räder wechseln wollt, vielleicht die falschen Radschrauben nehmt. Also da solltet ihr natürlich zusätzlich drauf achten. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene. Es gibt auch Fahrzeughersteller,
Da sind bei Stahl- und Alu-Räder die gleichen Radschrauben. Das hängt immer so ein bisschen vom Hersteller ab, würde ich mal so sagen. Aber achtet wie gesagt darauf, dass wenn ihr euch einen Komplettradsatz irgendwo kauft, für Alufelgen oder Stahlfelgen, es spielt da eigentlich keine Rolle, dass ihr auf jeden Fall die richtigen Radschrauben bzw. die richtigen Radmuttern habt. Ja Leute, die Sommerreifen sind jetzt wieder drauf. Wir gucken jetzt noch einmal gemeinschaftlich im Motorraum, ob da alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, theoretisch können wir es uns schenken, aber das ist mittlerweile schon so Gewohnheitssache, dass man wenigstens einmal mal guckt, ob die Flüssigkeitsstände stimmen. So, wir haben ja hier zwei Kühlsysteme, das heißt, wir müssen auch zweimal nach Kühler, Frostschutz bzw. nach dem Kühlmittelstand schauen. Und zweimal haben wir einmal hier, den hier, den klassischen Behälter. Dann haben wir hier natürlich noch unseren Scheibenfrostschutz, den müssen wir natürlich gleich noch eben auffüllen. Und wir haben hier natürlich auch unser Hybrid-Kühlsystem. Auch unser riesen Bremsflüssigkeitsbehälter, warum der auch immer so groß ist. Letztendlich ist er das, aber das steht alles auf Maximum. Ja, wie gesagt, Ölstand machen wir jetzt noch mal eben. Theoretisch dürfte ja nichts fehlen. Wir waren ja vor 3000 Kilometern beim Ölservice. Yep, sieht wunderbar aus. Und wenn ihr euch jetzt mal die Farbe anguckt, nach 3000 Kilometern, ja, immer noch gut. Sieht richtig schön aus. Ja, ansonsten nichts ab. Maler war auch nicht zu Besuch. Wir füllen jetzt noch mal eben Scheibenfrostschutz auf und theoretisch können wir dann erstmal wieder weiterfahren. Das Reifendruckkontrollsystem, das resetten wir gleich auch noch. Aber im Großen und Ganzen war es das schon wieder. Ja Leute, ich habe jetzt hier mal die Bedienungsanleitung rausgeholt und gucke jetzt hier in den Index hier rein, ob da irgendwas steht von Reifendruckkontrollsystem. Also ganz so alphabetisch ist das hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mal unter Luftdruck schaue, tanken, ne, vor der Fahrt, ne, also ihr seht, hätte man vielleicht vom Index her auch ein bisschen anders machen können. Das heißt, wir blättern uns jetzt einfach mal gemütlich da durch. Ja, wo finde ich jetzt sowas? Unter Wartung und Pflege. Schauen wir mal unter Wartung und Pflege, Seite 98. Wartung und Pflege. Nee. Also ich habe den Begriff jetzt wirklich nicht gefunden. Vielleicht habe ich ihn jetzt auch wirklich überlesen, aber ich finde ihn nicht. Fahrbetrieb, tanken, Audio, Innenraum. Ja gut, das hätte man natürlich auch ein bisschen einfacher und schneller zu finden gemacht. Oder ich bin einfach zu blöd, das kann natürlich jetzt auch sein. 37, jetzt gucken wir mal, was wir für Instrumente da haben. Und hoffen, dass sie dann wenigstens anhand der Leuchten, die es so gibt, dass man da vielleicht drauf dann schlüsseln kann. Aber das, selbst das ist nicht der Fall, ja. Anzeigen und Instrumente. So, komm her, du dusseliges Reifenkontrollsystem. Blinker, Fernlicht, Nebelschluss, Einpark, Reifendruckwarnleuchte, falls vorhanden. Ja, habe ich natürlich jetzt auch hier oben gefunden, aber es steht natürlich nicht dabei. Da wäre jetzt auch schlau gewesen, einen Verweis zu machen, auf welcher Seite ich das finde. Also fange ich jetzt hier an, hier durchzublättern und zu überlegen, wo das denn sein könnte. Grundlegende Bedienung, nein. Verwendung des Radios, nein. Boah Leute, ey, ich habe es doch schon mal gehabt. Stahlschutz. Öffnen von Fenstern, okay, ja, kann man hier angeben, aber wo ist denn das jetzt hier? Meine Herren. Fahrbetrieb. Ey, na, das ist Mist.
Ach Leute, wo habt ihr das denn jetzt hingepackt? Jedes Wort ist hier aufgeführt, nur nicht Reifendruckkontrollsystem oder Luftdruck kontrollieren oder irgendwie sowas im Index. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich suche jetzt erstmal noch ein bisschen. Ja, Leute, ich habe es jetzt endlich gefunden. Und zwar ist es unter Wartung und Pflege. Hm? Wartung in Eigenregie, das ist der Oberpunkt. Und dann schalten Sie mit dem Startschalter in den Modus Zündung ein. Mache ich. Und dann öffnen Sie das Handschuhfach und halten Sie den Schalter zum Zurückstellen des Reifendruckkontrollsystems gedrückt, bis die Reifenkontrollleuchte dreimal blinkt. Okay, das Ding haben wir jetzt hier. Das zeige ich euch mal eben. Da unten seht ihr den Set-Knopf. Und den sollen wir jetzt so lange drücken, bis es im Display blinkt. Schauen wir mal. Okay. Machen wir nochmal so. Da ist er. Dreimal geblinkt. Ja, und jetzt sagen die, die Zündung noch ein paar Minuten anlassen. Und dann muss das Ganze wohl gehen. Ich bin echt gespannt. Ja, Leute, diese Anlernprozedur ist immer herstellerspezifisch. Das kann also bei eurem Auto ganz anders sein. Hier ist es jetzt so, dass wir auf jeden Fall einen Knopf neben dem Handschuhfach haben, Zündung an und dann muss die Kontrolllampe dreimal blinken. Dann soll er alle Reifen erkannt haben. Ihr müsst also nicht fahren. Es gibt zum Beispiel auch Autos, da muss man erst ein paar Meter fahren, dass das System dann irgendwo die Daten herbekommt. Was aber ganz wichtig ist, das geht natürlich nicht mit einem ganz neuen Satz Reifen, sondern der muss erst einmal wirklich ans Auto angelernt werden. Ja, theoretisch sind wir durch. 18.200 etwas an Kilometern. Sommerräder sind drauf. Letztendlich kann es jetzt weitergehen. Und ich hätte gesagt, ich melde mich bei 20.000 noch mal kurz. Oder eben früher, wenn eben was anderes ansteht. Ansonsten, ich kann noch mal eben gucken, ob ich jetzt hier noch mal eben den Kraftstoffverbrauch habe. Schauen noch mal eben, was wir hier so haben. Also ich habe jetzt die ganze Zeit nicht resettet. 5,4 Liter. Meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Ich kann also da nichts Negatives zu sagen. Und ich muss natürlich auch gestehen, ich bin keine Wanderdüne. Deswegen verbraucht er eben vielleicht einen Tacken mehr als andere Hybridfahrer. Und ich sage, das war's in diesem Video. Ich sage bis dann, danke und tschüss. Ja, hallo zusammen. So, wir haben jetzt 2 Tage später und ich bin nicht früher dazu gekommen. Also ich habe ja dieses Auto mit Sommerrädern gekauft und das Auto hat ja ein Reifendruckkontrollsystem. Und als ich dann im Oktober die Winterräder dran geschraubt waren, brannte natürlich das Reifendruckkontrollsystem. Und da dachte ich mir, okay, dass die einmalig angelernt werden müssen, das ist eine Prozedur, also einfach anschrauben, das geht nicht. Das heißt, die Drehzahlsensoren müssen einmal ans Fahrzeug angelernt werden. Das war soweit die Denke. Und hatte das Auto dann einem Bekannten mitgegeben, der hat das dann gemacht. Und dann hat man ihm gesagt, dass es ab jetzt kein Problem wäre, immer zwischen Sommer- und Winterräder zu wechseln. Und diese Aussage ist falsch. Das will ich nochmal an der Stelle sagen, weil die Kontrollleuchte ist jetzt wieder an. Ich habe jetzt also die Sommerräder drauf, mit denen das Auto angelernt ist. Und ich hatte jetzt nochmal mit Toyota telefoniert und die haben mir gesagt, dass wirklich an diesem Auto es nur möglich ist, einen Reifensatz anzulernen. Und da muss ich natürlich sagen, das ist extrem mittelalterlich. Also wenigstens Sommer- und Winterräder anzulernen, einmalig anzulernen und dann zu nutzen und dann auch zu wechseln, das wäre jetzt meiner Meinung nach das Mindeste gewesen und die dann auch über den Reset-Knopf entsprechend zu resetten. Bei diesem Auto kann man angeblich nur einen Radsatz anlernen. Das heißt, ich müsste theoretisch im April in die Werkstatt fahren und im Oktober in die Werkstatt fahren, plus die Wartung. Das heißt, ich bin dreimal in der Werkstatt im Jahr, um ein anständig funktionsfähiges Auto zu haben. Und da muss ich sagen, das ist schlecht. Ja, als dieses Reifendruckkontrollsystem 2014 rauskam, hätte ich das noch verstanden, dass die Hersteller wie immer überrascht sind dann. Ne? Und auch jetzt auf einmal müssen wir da was machen. Aber das ist Baujahr 2017. Das heißt, dieses Reifendruckkontrollsystem gibt es mindestens schon 3 Jahre. Und dass es dann immer noch nicht möglich ist, 2 Reifensätze anzulernen, halte ich für sehr, sehr schlecht. Aber es ist so, wie es ist. Ja, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen mit so einer brennenden Kontrollleuchte durch die Gegend fahren, werden wir gucken, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn die bei Toyota arbeiten, arbeite ich auch. Und das
Da werde ich mir jetzt keinen Tag Urlaub für nehmen oder so. Ja, also ich habe mal geguckt, ob man das mit dem Launch-Tester zurücksetzen kann. Das geht nicht. Das geht nur bis 2013. Und dadurch, dass das 2017 ist, funktioniert das mit dem Launch-Tester leider nicht. Ja, also da hätte ich von Toyota ein bisschen mehr erwartet. Das muss ich an der Stelle wirklich gestehen. Gerade Leute, Räder wechseln. Ne? Von vorne nach hinten. Was mache ich denn dann? Muss ich dann wieder anlernen fahren? Haben wir noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht müssen wir es auch nochmal machen, dass wenn wir dann wirklich mal die Räder von vorne nach hinten wechseln, ob man die Reifen dann nochmal anlernen muss. Das weiß ich jetzt übrigens auch noch nicht. Aber das werden wir alles mal rausfinden und mal rausprobieren. Nur da muss ich ganz ehrlich gestehen, nur ein Reifensatz im Steuergerät zu hinterlegen. Gut, in Japan ist vielleicht kein Winter, dass man sagt, okay, ich brauche da jetzt Winterräder. Das mag so sein, aber das ist eine Sache, die meiner Meinung nach überhaupt nicht geht. Ja, das war das kurze Update. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir mit diesem Thema umgehen. Allerdings gefällt mir sowas überhaupt nicht. Das muss ich wirklich gestehen, das ist Mittelalter. Ja. Ich sage wie immer, das war's in diesem Video. Ich sage bis dann danke und tschüss.